Und schon wieder zurück bei Blackguards. Und ich habe gerade gesehen, ich kann hier nicht mehr rasten. Ich wollte nämlich rasten, damit unsere Leute wieder ausgeruht sind. Ich kann aber nicht. Das heißt, wir widmen uns jetzt sofort dem ewigen Tal und werden uns dort hineinbegeben. Was? Nee. Hier darf ich wieder raten. Ja, super. Echsenmensch. 600 Abenteuerpunkte. Nein, die hat Aurelia nicht bekommen. Verdammt. Aurelia? Aurelia? Ja, Aurelia. Ich speichere mal gerade kurz, um zu gucken, was uns dort erwartet. Oder soll ich rasten? Nee, ich habe gespeichert. Wir gucken mal gerade. Sind die Sterblichen hier, um zu beten? Nö. Nein. Wenn ich ehrlich bin, nein. Nein. Was führt sie dann zu Sagat? Wo ist Aurelia? Ist hier vor uns jemand vorbeigekommen? Eine schwarzhaarige Menschenfrau? Ja, die Diener des großen Schiffer haben sie empfangen. Sie ist ihnen in den Tempel des Einzigen gefolgt. Bitte was? Heilung! Wir brauchen einen Heiler. Alle. Sie ist... Ja, Moment. Wenn sie ihnen aber gefolgt ist, oder wurde sie mitgenommen von denen? Ich will nicht daran glauben, dass sie uns verraten hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder sie versucht da gerade so ein bisschen ihr eigenes Ding nach dem Motto... Sie weiß vielleicht, dass irgendwer da oben sterben muss oder vielleicht sogar alle sterben und sie rennt vor, um das jetzt irgendwie zu regeln. Alleine, weil sie ja auch das Wort kennt. Liegt es vielleicht daran, dass ich ihr dieses Wort verraten habe? Aurelia, Aurelia, wir schaffen das zusammen. Was macht ihr hier? Wir zerschlagen die letzten Bildnisse der Götter. Der Tempel? Die Pyramide, aus der Rauch aufsteigt? Ja. Aber wer in das Heiligtum will, muss sich den 13 Prüfungen stellen. Und wie ich sehe, seid ihr noch ungeprüft. Woran sieht man das denn? Haben wir da irgendwie eine Plakette am Hals oder was ist los? 13 Prüfungen? Hier sind keine 13 Räume. Wer bist du? Ich war der Hüter der Quelle von Zah. Aber nicht mehr. Der große Schiffer hat mir die Augen geöffnet. Ach, guck mal hier. Was hast du anzubieten? Wir suchen... Ah, okay. Was habt ihr anzubieten? Aha, aha. Ja, toll, das wäre was für Aurelia. Toll. Super. Ja, großartig. Was hat er denn an Waffen? Wir gucken jetzt mal gerade. Haben wir noch was zum Verkaufen? Nee, wir haben 1187 Mattenschild. Reißer. Ist das nicht das, was Zoberan in der Hand hat? Das ist, glaube ich, genau seine Waffe. Schnitter. Zweihandhiebwaffen, ja, brauchen wir nicht. Ja, an Waffen ist seine, ja. Ganz viele Bolzen und Kriegsbolzen und Pfeile. Leider ist die einzige, die Yrian-Harnisch. Das ist Leder, oder? Das ist Leder, oder? Warte mal. Das ist kein Metall. Harnisch, Handschuhe und Beinschienen. Das wäre doch idealst für... Na, wem fällt's ein? Das wäre doch idealst für unseren Zoroboran. Dann hat er nämlich auch ein Set an, bekommt nochmal einen Bonus obendrauf. Jede Menge Gift. Oh, hier. Ja. Hier kann ich aufstocken, meine Heiltränke und alles andere. Großartig, großartig. So, ich mach mal erstmal schließen. Wir suchen einen Lehrmeister. Wir suchen einen Lehrmeister. Der bietet, ja, Tatsache, der bietet alles an. Der kann alles lehren, alles.
Hier können wir dann nochmal ausweichen lernen. Den Klingensturm können wir hier auch lernen. Schade. Ja, Aurelia. Bietet der alle Zauber an? Alle Zauber, dann können wir hier den Clarum Purum noch dazu lernen, oder? Weil ich weiß jetzt nicht, wann wir sie zurückbekommen. Und wir haben dann niemanden, der Gift heilen kann, weil der Hexenspeichel ist ja auch weg. Dann müssen wir mit ihm den Clarum Purum lernen. Es geht leider nicht anders. Weil wenn wir hier... Oh nein, der Corpo Frigo ist ja dann auch weg. Ja, der Corpo Fresso, nicht der Corpo Frigo. Fingerfertigkeit, Ausweichen, Initiative. Körperkraft, Gewandtheit. Mit dem Kälteschock wäre natürlich... Ich meine, den Corpo Fresso hat er schon. Mit dem Kälteschock wäre natürlich nochmal was anderes erreicht, nämlich auch Schaden für das gesamte Feld und die Initiative würde sinken, sodass wir im Zweifel immer Erste sind. Puh, ich muss mir jetzt tatsächlich Gedanken darum machen, wie ich die Leute hier skille, bevor wir weitergehen, weil uns fehlt... Und oh. Ja, er kann uns heilen, aber wir können hier... Das ist kein Rasten. Das heißt, uns fehlt... Kann er das nicht? Heilung? Ne, er kann tatsächlich nur Heilung. Was habt ihr... Ja, zur Not haben wir hier wirklich viele, viele Tränke, die wir benutzen. Und Proviant. Proviant wäre auch eine Sache, die wir... Ich weiß halt nicht, wann wir Aurelia wiederbekommen. Proviant wäre eine Sache, die wir definitiv mal mitnehmen sollten. Für den Fall, wir können dann noch 5-mal rasten. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen... Ja, wir haben 5 Proviant haben wir dabei. Das wären 10-mal rasten. 10-mal rasten bei 13 Prüfungen. Interessanter Gedanke. Geld haben wir zum Glück genug. Jetzt aber erstmal, warte mal. Warum verschwenden wir unseren Atem an diesen Drachenanbeter? Kommt, schlagen wir alles kaputt! Nein, wir dürfen kein Aufsehen erregen. Was machen wir dann? Wir lassen uns prüfen. Wir lassen uns prüfen. Ich bin da selber nicht so überzeugt von, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt aber erstmal der Harnisch, die Beinschienen und die Handschuhe. Gut. Ich hatte Yrian-Leder irgendwie, ja gut, hat das irgendwie so aus Drakensang noch im Sinn. Natürlich ist das exisch verarbeitetes Yrian-Leder. Aber guck mal, er hat jetzt deutlich besseren Rüstungsschutz als vorher. Sollte er dann doch mal getroffen werden. Gut, wir haben noch immer die Schuhe von der Robe an, aber das ist nicht so schlimm. Es gibt keine Yrian-Schuhe, sondern nur die drei Set-Teile. Ja, gut. Dann verkaufe ich mal den Schmuh wieder. Kann ich den hier nochmal... Ah, ja, sehr gut. Ich kann nochmal zurück. Dann verkaufe ich das mal. Schwupp und schwupp. Ja, und zur Not... Pass mal auf, wie viel würde das denn... Wie viel wiegen die? 0 Stein. Wenn ich jetzt 10 davon mitnehmen würde, wären das 200 Dukaten. Wären 400 Dukaten, wären 300, wären 500 Dukaten, die ich für diese 20 Tränke ausgeben würde. Andererseits, ich kann doch immer wieder zu ihm zurückkommen, oder? Oder? Ja, ich werde nicht das Schild ablegen, das uns Initiative gibt. Ich könnte doch jederzeit wieder zu ihm zurückkommen. Wir suchen... Ja. So, sie hat ja eigentlich alle Sonderfertigkeiten gelernt, ne, bis auf den Klingensturm. Was natürlich noch interessant wäre, wäre Ausweichen. Da hatten wir ja schon lange mal drüber nachgedacht. Und ich habe es ja nie gemacht, weil jemand dachte Ausweichen. Aber neben der Parade kann man ja auch ausweichen. Insofern ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee, das Ausweichen dazu zu lernen. Für unsere Krieger, die vorne stehen, damit sie nicht so oft getroffen werden. Und wir haben genug Punkte, so ist es nicht. Das heißt, wir nehmen Ausweichen bis auf Stufe 3 hoch. Meister der Reflexe erhält einen großen Bonus auf seinen Ausweichenwert. Ausweichen 12. Finde ich gut. Der Zwerg auch, hat gerade Ausweichen 10. Ausweichen 12, Ausweichen 14, Ausweichen 16. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Sonst braucht hier niemand mehr irgendwelche Sonderfertigkeiten. Er muss seine Punkte in Magie investieren. Das geht nicht anders. Was ist eigentlich das hier? Aufmerksamkeit? Ach ja, das war ja... Wieso können wir das nicht lernen? Achso, das ist aber nicht so wichtig. Bei ihm noch ausweichen, zack und zack. Dann haben wir nämlich mit jedem Kämpfer das Ausweichen komplett. Er bräuchte mehr Gewandtheit. Aber ganz ehrlich, er soll ja im Bestfall sowieso nicht angegriffen werden. Was natürlich beim Magier... Der bräuchte insgesamt Gewandtheit 15. Und braucht Kampfreflexe für... Ja, das sehe ich nicht. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja... Aber gut, die hat er ja. Aber Gewandtheit 15, das würde alle Punkte kosten, die wir gerade haben.
Das sehe ich nicht. Wir müssen gucken, dass wir ihn weitgehend im Hintergrund halten. Jetzt müssen wir erstmal den Clarum Purum auf 13 bringen. Denn 13 ist der, der alle Gifte heilt. Doch. Heilt Gifte der Stufe 4. Heilt Gifte der Stufe 4 für das gesamte Feld. Ich möchte wirklich die Möglichkeit haben, Gifte zu entfernen, weil die nicht nur Schaden machen. Das Schlimmere bei Giften ist, dass sie die Werte unserer Leute drastisch reduzieren. Das ist sehr, sehr schlecht. Der Balsam Salabunde. Aha, regeneriert 6 Runden, 5 Punkte wiederhergestellt und eine Regeneration. Für ein Ziel. Ja, dann nehme ich lieber den hier oben, weil der heilt im Zweifel auch Wunden weg. Und ist nicht so teuer. Kostet nur 14 im Gegensatz zu 19. Alles klar. So, der Corpo Fresso, der macht ja Körperkraft minus 5 und Gewandtheit. Der Corpo Frigo, der macht magischen Schaden und Initiative weniger. Bin mir jetzt nicht sicher, was wichtiger wäre. Körperkraft und Gewandtheit? Oder Fingerfertigkeit? Guck mal, sie können da nicht ausweichen. Hier machen sie halt weniger Schaden. Dadurch, dass die Körperkraft und die Gewandtheit... Ich glaube, ich nehme den Corpo Fresso. Oder? Oder? Ich bin mir unsicher. 19 Punkte kostet der auf der höchsten Stufe und der kostet 29. Okay. Dadurch, dass wir jetzt nur noch diesen einen Zauberer hier haben, ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir den hier nehmen. Machen wir den auch auf 18 hoch. Guck mal, dann haben wir nämlich hier auch wieder den Corpo Fresso. Und dann müssen wir nur... Ja, jetzt wird es natürlich dann interessant. Jetzt wird es interessant. Dann machen wir das tatsächlich so. Tut mir leid, dass wir das jetzt so im Spiel machen. Ich mache das ja normalerweise gerne außerhalb des... außerhalb der Folge. Aber ich muss mich jetzt vorbereiten, damit wir nicht... Weil hier ist, glaube ich, der letzte Punkt, an dem wir auch wirklich was lernen können. Hier könnten wir bei ihr die Grundwerte Magieresistenz, Lebenspunkte. Intuition würde ich gerne erhöhen, wegen der Initiative und Parade und Ausweichen. So. Dann haben wir die Initiative auch auf 14. Und Parade Ausweichen auf 10. Inklusive dem Bonus dann auf 13. Sehr gut. Klugheit braucht man nicht, nur für die Magieresistenz. Fernkampf braucht man sowieso nicht. Charisma ist nur für Gespräche notwendig. Waffentalente hat sie hoch genug. Hat sie auch so hoch geskillt, dass wir den Waffenmeister noch lernen konnten. Talente hat sie alle, die sie braucht. Gab es ein Talent, das wir mit Aurelia hatten? Ich glaube nur Gassenwissen. Aber wir sind gerade ohnehin nicht in der Stadt. Gut, dann theoretisch könnte ich die letzten Punkte hier auch noch investieren, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende ziemlich viel mit Magie rumgeworfen wird. Wirkt nicht gegen Schadenszauber. Das ist schon sauteuer. Haben wir Intuition 16. Wenn wir es auf 18 hochbringen, haben wir hier jeweils nochmal plus 1. Ich glaube, das ist keine schlechte Sache. So, gucken wir bei Naurim. Er hat auch die Talente auf Maximum. Zauber- und Sonderfertigkeiten braucht er nicht mehr. Das heißt, auch bei ihm wäre jetzt, da alle anderen Werte hoch sind, wäre jetzt auch bei ihm die Intuition, das, was ich steigern würde, auf 18. 10, 10, 10. Sehr gut. Und bei Takate wäre es auch die Intuition. Ach, der hat schon. Ja gut. Den Mut hat... Bei ihm fehlt der Mut noch tatsächlich so ein bisschen. So. Mut auch auf 18. Wundervollst. Hier haben wir alles gelernt. Alles perfekt. Zaubertalente hat er hoch genug. Hat alles, was er braucht. Wundervollst. Dann lassen wir das erstmal so. So. Bin ich erstmal zufrieden. Jetzt gucken wir mal. Ja, nämlich diese 10, die brauchen wir auf jeden Fall. Die nehme ich jetzt direkt mit. So, ist mir jetzt egal, wie teuer die sind. Die Heiltränke, ja, theoretisch auch. Komm, wir haben... Ja, damit. So. Wir sind ausgerüstet. Ich würde so gerne rasten. Er hat da noch einen meisterlichen, guten. Und wir haben meisterliche gekauft, oder? Guten haben wir noch 4. Und Elixier der Intuition, wir haben ganz viele Sachen noch. Wir haben noch ganz viele Fallen. Ist auch schön. Mandragora, oh. Bewegungsunfähig, auch nett. Zaubertrank, meisterliche, genau, die meisterlichen 500 Astralpunkte. So viel kann ich noch nie im Leben. Ja. Okay, also wir sind gut ausgerüstet mit Astralpunkttränken und mit Heiltränken.
Da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Ich speichere nochmal schnell. Tut mir echt leid, es tut mir echt leid. Aber das gehört ja irgendwie auch mit dazu. Eingang des Tempels. Kann ich... Oh, ich darf rasten, ja! So, Gruppe ist ausgeruht. Jetzt haben wir auch wieder Astralpunkte genug. Seid willkommen, Neuankömmlinge. Heute werdet ihr Erleuchtung erfahren. Äonenlang haben die Götter euch an der Nase herumgeführt. Ein sinnloser, kosmischer Witz. Dummheit wurde euch als Tugend verkauft. Dogmen halten euch klein. Das Hamsterrad dreht sich. Ihr zittert vor den göttlichen Strafen. Lernt eure kleinen, lächerlichen Katechismen. Ich habe etwas herausgefunden. Kein Gott straft. Kein Gott kümmert sich. Die 13 Prüfungen werden euch läutern. Sündigt, fordert den Zorn der Götter heraus und seht, ob die Götter antworten. Deswegen auch 13 Prüfungen für den 13. Kammern des Namenlosen? Puh. Alles klar. Fangen wir mal hier rechts an. Kommen wir da nur der durch? Herr Firun zürnt, wenn wir Fallen für das Wild aufstellen. Wir sollen rückständig jagen und kämpfen. Am liebsten mit Steinschleudern und Speeren aus Stein. Fürchten die Götter unseren Erfindungsreichtum? Seht euch um! Die Druckplatte im Boden löst die Fallen aus. Seid klug! Nutzt sie, um die Bestien aufzuhalten! Stelle einen Helden auf die Druckplatte in der Mitte, um Fallen scharf zu machen. Welche Druckplatte in der Mitte? Wo ist denn die Druckplatte? Ich sehe hier keine Druckplatten. Da oben sehe ich Druckplatten, aber das sind Fallen. Ach, hier! Jaja, der Herr Firun zürnt, wenn wir Fallen aufstellen. Ich glaube, was dem Herrn Firun tatsächlich im Sinn ist, ist eine gerechte Herausforderung bei der Jagd. Denn, mit einem Speer in der Hand ist man einem Tier immer noch ebenbürtig, mehr oder weniger. Gerade so ein Eber, ne? So ein Eber mit so einem Spieß zu jagen, ist keine leichte Aufgabe. Ich glaube, da geht es nicht darum, dass er den Erfindungsreichtum fürchtet, sondern einfach nur darum, dass... Also ich spreche jetzt mal so aus meiner Sichtweise. Ich habe keine Erfahrung mit Firun, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, es geht ihm da eher darum, dass er einen fairen Kampf möchte. Eine Herausforderung bei der Jagd. Dass man am Ende der Jagd sagen kann, ja, ich habe mir diese Beute verdient. Ich werde nicht das tun, was er will, also was Urias will. Das kann er mal... Es sind 3 Kristallomanten. Ja, schön. Super. Großartig. Und ich sag noch, sollte ich die Magieresistenz erhöhen? Vielleicht. Okay, wir müssen so schnell wie möglich zu ihnen vor. Es bringt nichts, auf sie zu warten, denn sie zaubern sonst da hinten die ganze Zeit vor sich hin. Jetzt, das mit der +1 Aktion hat sich als sehr, sehr wertvoll herausgestellt. 19, 14, ja. Je nach 10% Chance. Ja, weil er jetzt natürlich auch... Und schon steht der Zwerg vor euch. So schnell kann es passieren. So. Die Prüfungen könnten interessant... Moment mal. Die Prüfungen könnten interessant werden, wollte ich gerade sagen. Wir müssen diese Kristallomanten schnellstmöglich loswerden. Wir dürfen aber auch die Wölfe hier nicht aus dem Blick verlieren.
Hier ist kein Kristall, der die immer wieder zum Leben... Nee. Verdammt, hier kommen überall aus den... Ach so, wenn wir die Fallen... Oh ja. Wenn wir die Fallen aktiviert hätten, wäre aus diesen Höhlen hier wahrscheinlich nichts mehr rausgekommen. Oder die wären zumindest angeschlagen gewesen, wenn sie da rauskommen. Ich verstehe. Interessante Taktik. Können wir ihm vielleicht auch noch einen Acceleratus geben? Ihr. Nee, es hat natürlich nicht geklappt. Großartig. Ich bin so glücklich. Er hat noch 12 Lebenspunkte. Hat genau gepasst. Einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Ja, die hauen aber echt alles raus, was sie kriegen können, ne? Die hauen echt alles raus. Gehen wir mal hier oben hin, dann können wir in der nächsten Runde nämlich zu dem hier runterlaufen. Lang da... Oh nein! Und der hier, der wird sich jetzt mit... Ich hoffe, das geht durch. Ich hoffe, es geht durch. Jawohl! Ja... Ich meine, heilen können wir die Leute ja ohnehin immer wieder. Lassen wir ihn mal. Damit reicht auch ein normaler Schlag. Nein! So. Ich fürchte nämlich, solange diese Kristallomanten leben, werden hier immer wieder Gegner hervorkommen. Wir werden keine Chance haben, uns dagegen zur Wehr zu setzen. Also es werden immer wieder... Ja, es werden immer wieder Wölfe hervorkommen. Und muss das nicht mal langsam hier abwirken, hier, diese Zauber, die sie auf uns gemacht haben? Also 4 Runden vorbei jetzt gleich. Wie viele Runden hält der denn, der Zauber? Na also... Kristallomanten tot. Nur noch die Wölfe. Nur noch die Wölfe. Och, Manno. Jetzt ist der Zauber abgeklungen. Okay, jetzt ist das natürlich auch doof, weil wir jetzt keine doppelten Aktionen mehr haben. Oder noch eine doppelte Aktion, Hammer. Naja, ist ein bisschen am Magier rum. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Das Schöne ist, es ist wirklich nicht mehr so schlimm, weil der Magier ja jetzt auch eine bessere Rüstung hat, unser Zauberer. Das heißt, er kann das auch deutlich besser aushalten als vorher mit seiner... Seine Robe. Das war ein bisschen schwierig. So, jetzt können wir hier hinten aushelfen gehen. Und wir haben nicht das getan, was der Urias von uns wollte. Wir sind nicht unfair gewesen, sondern wir haben die Jagd vollbracht. Auf die altherkömmliche Art und Weise. Mit mit Zaubern und geheiligten Waffen. Genauso, wie es Firun möchte. Ja, ich sag nichts dazu. Och, Menno. Da ist ja schon wieder einer erschienen. Da ist ja schon wieder einer erschienen. Komm hier einfach immer. Müssen wir. Ich werde diese Falle nicht betreten. Sorry, nein. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nein. Das. Nö. Da weigere ich mich konstant. Selbst wenn jetzt hier immer mehr Wölfe kommen. Oder vielleicht müssen wir einfach auch nur eine gewisse Anzahl an Wölfen töten. Das. Och, jetzt trifft er aber gar nicht mehr. Ach, komm bitte. Guck mal, wenigstens hat er jetzt seine Parade vergeigt. Wer ist der Nächste? Ah, der trifft aber schon immer regelmäßig. Aber wir kriegen das hin. Wenn es jetzt wirklich nur noch die Wölfe sind, solange hier niemand mehr rumzaubert und niemand mehr auftaucht, der mit Zaubern um sich wirft, ist die Sache, glaube ich, geritzt. Dann macht er mal eben mit einem normalen Schlag 28 Schadenspunkte, der Naurim. Es ist Respekt. Da oben kommt ja schon wieder einer. Da ist auch noch einer gekommen. Puh, muss ich hier noch irgendwas... Ich werde die Fallen. Nein. Ich lasse mich da nicht drauf ein. Ich lasse mich da auch nicht zu Nee. Und wenn jetzt hier unendlich viele Wölfe kommen, dann führe ich halt einen unendlichen Kampf aus. Es ist mir wurscht.
Es muss eine Möglichkeit geben, diesen Kampf zu gewinnen, ohne dass man sich den Taktiken des Namenlosen bedient oder die Götter erzürnt. Denn gerade wenn er betont, erzürnt die Götter, sündigt und so weiter und so fort, dann ist das für mich ein Hinweis darauf, dass wenn wir die Götter vielleicht nicht erzürnen, wir ihm das Gegenteil beweisen können, nämlich dass die Götter sehr wohl eingreifen und auch reagieren. Da kommen jetzt noch mehr. Vielleicht sind die Götter ja dann auf unserer Seite. Nur vielleicht. Der trifft aber auch gar nichts mehr. Ja, furchtbar. Da kommt schon wieder einer. Passierschlag. Passierschlag. Mag Passierschläge mittlerweile richtig, richtig gerne. Da kommen ja schon wieder welche. Ich werde die Fallen nicht aktivieren. Nein. Das kann doch nicht sein. Müssen wir das wirklich genauso machen, wie es... Nicht... Das ist doch nicht sein Ernst. Wow. Ich werde diese Falle nicht aktivieren. Also ich meine, ich kann jetzt... Ich kann natürlich jetzt hier bis ins Unendliche kämpfen, tatsächlich. Was uns dann letztlich auch nicht weiterbringen würde oder kein Stück weiterbringen würde im Endeffekt. Aber... Es kommen immer mehr. Ja, es kommen immer mehr, aber... Nee. Ich verweigere mich der Tatsache. Da unten ist schon wieder einer gekommen. Pass auf, ich mache Folgendes. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich gucke jetzt einmal nach, ob dieser Kampf wirklich endlos ist, wenn wir nicht diese Falle betätigen. Auch wenn ich das wirklich nicht mag. Aber sie weist darauf hin, es kommen auch immer mehr. Offensichtlich muss ich die Falle betätigen. Ich möchte es eigentlich nicht tun. Der langen Rede kurzer Sinn. Ich gucke mal eben nach, einen ganz kleinen Augenblick. So. Ich habe jetzt nochmal weitergekämpft. Und habe auch gelesen, dass man es sehr wohl schaffen kann, ohne diese Platte zu betreten. Es müssen nur in einer Runde alle Wölfe tot sein. Und ich denke, das werden wir in dieser Runde schaffen, wenn wir den hier jetzt tatsächlich zuverlässig umbringen. Und damit das auch wirklich passiert, greife ich jetzt... Nein, ich greife nicht. Wir haben hier zwei Leute, die das schaffen könnten. Ja... Ach nee. Es ist jetzt bitte keiner erschienen, oder? Es ist keiner erschienen, Gott sei Dank. Puh. Ja, endlich. So, man musste wirklich nur dafür sorgen, dass alle Wölfe in einer Runde tot sind und derweil kein neuer erschienen ist. Was natürlich kompliziert ist. Was mir auch keiner gesagt hat. Aber wir haben es geschafft. Ohne... Mitleid. Wir haben ein totes Ideal daraus gemacht. Eine Götterpflicht, der wir Opfer bringen sollen. Eine Allerweltsweisheit. Ignoriert, was euch klein hält. Ja, was ist denn das für ein Kampf? Also wir müssen auf jeden Fall diese beiden Oger hier besiegen. Ignoriert, was euch klein hält. Puh, wie wir den Kampf hier meistern, ohne die Götter zu erzürnen. Ich denke mal, das wird ein Raya-Kampf sein. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir die irgendwie... Die sind ja verzaubert. Mal wieder. Na, wir gucken mal. Wir finden das schon irgendwie raus. In jedem Fall werden wir uns in Prüfungen stellen, offenbar... sind es immer mehrere nacheinander. Darauf müsste ich mich dann auch vorbereiten, dass ich nicht alles im ersten Kampf verpulvere oder Zurbaran dann draufgehen lasse. Das wäre keine gute Idee. Wir kriegen das hin. Ich möchte jeden Kampf schaffen, ohne die Götter zu erzürnen. Und das werden wir auch versuchen. Aber diesen Kampf hier werden wir in der nächsten Folge machen. Und darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.